Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge Let's Play Minecraft Singleplayer, in der wir uns wieder hoffentlich durch einen Redeschwall begleiten werden. Ich fange schon wieder mit dem M an. Dieses M ist meine große Schwäche. Das ist so schlimm. Aber wie gesagt, letztes Thema Multitasking angesprochen. Wir haben sogar leicht Programmierthema Polymorphie, Ausblenden der unnötigen Informationen angesprochen. Also was Hochprofessionelles hier. Ne, aber ja, mein Kabel stört mich hier gerade und behindert hier gerade meine Tastatur. Ach, so ein kabelloses Mikro, so ein Wireless-Ding wär toll, aber das Problem dabei wäre halt, dass die Batterien dann leer gehen. Und dann, mitten in der Aufnahme, nö, meine Batterien wollen nicht mehr gehen. Bitte lad mich auf oder leg mir neue Batterien ein. Ja, habe ich irgendwie auch nicht so Bock drauf, deswegen habe ich mir eigentlich nie so wirklich so eins gekauft. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So ein solarbetriebenes Headset wäre doch was Tolles. Also das, damit könnte man sich einlassen. Nur das Blöde ist, in Räumen scheint recht selten so stark die Sonne, dass das ganze Ding solarbetrieben laufen könnte. Immer dieses Höhlengeräusch. Ich muss mal diese Höhle hier suchen. Ich habe übrigens meine Schwierigkeit auf normal festgesetzt mit dem Schloss-Symbol, was glaube ich erst in der Minecraft-Version 1.8 neu hinzukam. Aber ich finde das cool, da verfällt man nicht irgendwie in die Situation, ja, ich bin kurz vorm Sterben, weil hier eine Monsterarmee um mich ist. Mache ich lieber mal die Schwierigkeit kurz auf friedlich, damit die Monster alle despawnen. Nein, sowas werden wir nicht machen. Wir werden 100% cheatfrei arbeiten. Und wenn wir mit all unseren wertvollsten Items in der Lava sterben und uns die Zehennägel darin ausbeißen, dass das jetzt passiert ist, das werden wir uns nicht ercheaten. Auch wenn ich theoretisch in Game Mode 1 gehen könnte, weil ich generell gern die Cheats in meinen Welten anhab, an sich cheat ich dann doch nicht. Ich schalte dann die Cheats doch immer an, aber das hat mehr den Grund, dass, falls irgendwie mal Bugs auftreten und so, und das ist dann die Ausnahme, dass ich dann echt keine Lust habe, irgendwie im Survival Mode das nicht beheben zu können oder so. Aber wenn wirklich was passiert, was irgendwie buggy ist oder was nicht vom Spiel her vorgesehen ist und was mir deswegen irgendwie an meinem Spiel irgendwas verhindert oder was auch immer macht, dann behalte ich mir eben schon vor, mal in Game Mode 1 zu gehen oder was weiß ich. Und für solche Fälle habe ich die Cheats eigentlich an, aber ich sehe eigentlich nicht vor, das so zu benutzen. Oh, die Fackel war eigentlich gar nicht schlecht, obwohl ich sie nur aus Versehen platziert habe. Ich müsste auch mal mein Haus ausbauen, aber allgemein, wenn ich hier so rede, mit Produktivität, also so Feld, so kleine Arbeiten wie Holz abbauen. Das sind so Arbeiten, die man machen kann, aber wenn es dann ums Haus geht, ob ich dann noch so reden kann, wir können es einmal probieren. Beziehungsweise früher oder später muss ich mir sowieso ein Haus bauen. Und das ist ja auch sinnvoll, weil ich will ja mein Haus haben. Dann, müssen wir das wohl über übel mal machen. Und das werden wir auch, glaube ich, diese Folge jetzt schon mal anfangen. Vorher werde ich mir mein Achievement Baking Bread holen. Super, Baked Bread, warte mal, wir können auch mal ein bisschen Achievement machen. The Lie, oh, Kühe habe ich leider noch nicht gesehen, von daher wird das mit der Milch ein bisschen kompliziert, aber einen Kuchen werde ich auch immer mal machen. Irgendwie habe ich in letzter Zeit in Minecraft sowieso sehr viele Kuchen gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Hier ist der perfekte Platz für ein Haus, kannst du erzählen, was du willst. Fangen wir mal an, einfach simpel ein Haus bauen. As simple as possible. Wie detailliert und genau und was weiß ich das jetzt machen werde, keine Ahnung, aber ich ziehe einfach mal ein bisschen eine Grundstruktur, wie man es halt so macht, so ein typisches Minecraft-Haus. Vielleicht auch nicht ganz quadratisch, vielleicht ziehe ich das jetzt noch einen Block weiter, damit das nicht so ganz langweilig wirkt. Langweilig wird es trotzdem, weil es einfach so ein Kasten ist, aber das kann man ja zum einen erweitern und zum anderen, ja, wir sind ganz am Anfang. Also ruhig Blut, brauner ruhig Blut. Wir haben inzwischen relativ viel Oakwood, dafür habe ich ja auch gestern, in der letzten Folge, beziehungsweise die letzte Folge war ja für die Leute, die hier tatsächlich zuschauen, was ich sehr schön finde. Ich finde es schön, wenn wir Leute zuschauen, aber wer findet es nicht schön, wenn von einem seine YouTube-Videos geschaut werden? Das finde ich schön, wenn es Leute gibt, die das tatsächlich ertragen können. Ich mache so ein richtig Standard-Minecraft-Haus. Das hat auch ein bisschen Nostalgiefaktor. So nicht sowas Oberfancyes.
So ein Standardding. Und jetzt habe ich keine Steine mehr. Das heißt, ich muss meine Bergbude, die natürlich auch bestehen bleiben wird, die werde ich jetzt nicht abreißen, nur weil ich hier so ein Haus baue. Mario, Luigi, was habe du mit Familie gemacht? Nein, die Bergbude wird auch erweitert werden. Ich baue so, wie es meine Nase will. Und wenn meine Nase wie Pinocchio länger wird, egal, wir machen es trotzdem. So. Das war das Wort zum Sonntag. Und es ist gerade tatsächlich wirklich Sonntag. An diesem Tag, an dem ich das aufnehme. Wow. Was heißt das Wort zum Sonntag? Das Wort zum Sonntag sagt man doch am Samstag, ganz spät am Abend, oder? Wie dem auch sei. Ich habe trotzdem jetzt das Wort zum Sonntag gesprochen. Und daran müsst ihr euch jetzt halten. Wobei, wenn das Video ausgestrahlt wird, wird es gar nicht Sonntag sein, weil ich das wahrscheinlich gleich hochladen werde. Und dann, weiß ich nicht. Generell YouTube, also, da muss ich dem Noah vollkommen recht geben. Der Noah hat letztens auf seinem Kanal Neff, da kannst genau du ja jetzt auch mal vorbeischauen. Der müsste auf meinem Kanal unter den empfohlenen Kanälen verlinkt sein. Und notfalls haue ich ihn hier auch nochmal in die Beschreibung. Der hat letztens so ein Video gemacht. YouTube, meine Motivation. Da hat er so ein bisschen dargestellt. YouTube. Ich sollte mir eine Schaufel machen, bevor ich hier Sand abbaue. YouTube wird immer mehr zum Kommerzmittel für viele Leute. Und ja, also, keine Ahnung. Vielen geht der Spaß und so. Viele sagen, ja, sie machen das aus reinem Spaß. Aber ich muss ehrlich sagen, vielen glaube ich das nicht wirklich. Also ich kann schon vieles geben, die YouTube aus Spaß und Überzeugung machen, weil es ihnen einfach wirklich Spaß macht. Aber es gibt trotzdem vielen, die ich irgendwie nicht so abkaufe. Und ich finde es einfach schade. YouTube sollte wirklich was für den Spaß bleiben. Und genau deswegen mache ich ja auch nur Videos, wenn ich Lust danach habe. Ich hatte ja schon oft viele, viele Videopausen. Und ich bereue es auch nicht, wenn ich keinen Bock auf ein YouTube-Video habe, dann mache ich kein YouTube-Video. Und ich finde das halt ehrlich schade. Und ich finde das irgendwie lächerlich, wie Leute, die gerade mal irgendwie so viele Abonnenten haben wie ich, sprich 20 oder keine Ahnung, oder 16 oder 30 oder auch 50 oder so, wie die dann ihre Videos monetarisieren. Wieso muss ich mit 15, 20, 30, 100 Abonnenten meine Videos monetarisieren? Wow, super. Nach 3 Wochen habe ich 20 Cent zusammen. Wuhu. Und YouTube zahlt die Beträge sowieso erst nach $70 aus Einnahmen. Ja, toll. Bravo. Beziehungsweise stimmt das überhaupt noch? Ich meine, ich habe das mal gelesen, habe das mal mitgekriegt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, gut. Ich will ja gar nicht so große Reden schwingen. Früher als kleiner Piotr, als ich 2011 als kleiner Butzelbub angefangen habe mit YouTube, ja, da habe ich schon YouTube-Videos gemacht. Aber, ja, gut, da muss ich gestehen, als das mit diesem Monetarisieren für jeden möglich war, das heißt, jeder konnte sagen, ja, ich will meinen Kanal monetarisieren, YouTube. Ich habe tatsächlich meine Videos auch monetarisiert. Aber gut, ich war da 2011, da war ich 11 oder 12, wenn es nach dem 30. Mai gewesen war. Also, das ist okay. Also, beziehungsweise, was heißt, das ist okay? Da macht man seine ersten YouTube-Erfahrungen und keine Ahnung. Ich will ja auch keinen verurteilen, der das macht. Ich will ja nur ein bisschen hinterfragen und schauen und bisschen reden und diskutieren und anregen und keine Ahnung was. Aber zum Beispiel bei Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt 16 sind oder so wie ich. Ich meine, in dem Alter sollte man, auch wenn nicht 114, das ist jetzt ein Insider, den Noah wieder versteht, in dem Alter sollte man irgendwie schon, ja, keine Ahnung, bisschen Reife besitzen, weil Monetarisierung ist so unnötig bei so wenig Abos. Das ist nur wieder was die Leute nervt, wenn sie wieder die Geberit Aquaclean Werbung, das WC, das sie mit Wasser reinigt, schauen müssen. Das will keiner.
Bei größeren YouTubern, da kann ich es verstehen. Gut, die können daraus ein bisschen Geld verdienen und das ist ja auch ganz schön, so ein kleines Taschengeld. Aber als so kleiner YouTuber bringt es einem nichts. Und ich finde, also mir persönlich, wenn ich so einen YouTuber sehe, der erstmal einen Haufen Werbung da hat und auf jedes Video aber maximal 5 Aufrufe klickt, das macht für mich auch, finde ich, einen schlechten Eindruck. Und wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, der erste Eindruck ist der meistens zählt. Das meiste wird nach dem ersten Eindruck beurteilt und wenn der nicht passt, dann verliere ich schnell die Lust, irgendjemanden zu schauen und dann braucht man sich gar nicht beschweren, dass keine Abonnenten kommen, dass keine Klicks kommen, dass was weiß ich nicht passiert. Ja, wenn der erste Eindruck nicht passt, dann, ja, blöd, ne? Und deswegen, also bei mir passt der erste Eindruck eigentlich ziemlich gar nicht. Es gibt Ausnahmen, wenn ich irgendwas wirklich gut finde, aber normalerweise ist es so, wenn irgendwie so kleine Leute, also nicht kleine Leute, aber kleine YouTuber, ihre Videos monetarisieren, obwohl sie 5 Aufrufe maximal auf jedes Video kriegen, dann weiß ich nicht, dann halte ich da eher nicht so viel von. Wenn hingegen größere YouTuber sich dann kleines Taschengeld dazu verdienen, weil die wirklich pro Video 10.000 Aufrufe machen, dann ist es wieder ganz anderes. Dann können sie ja, aber dann haben sie ja auch wirklich was davon und hoffen nicht wirklich irgendwie, keine Ahnung, aus Geldgeilheit, ich stelle es jetzt einfach mal so hin, da mal einen Euro rauszuschlagen. Aber dann, warum nicht? Warum nicht? Warum sollte man sich da nicht einfach mal ein kleines Taschengeld verdienen? Aber gut, ich habe zwar meinen Kanal auch zur Monetarisierung freigegeben, aber ich monetarisiere meine Videos nicht, weil ich nur dieses Feature nutzen will, dass ich meine Videos geplant freigeben kann. Also, dass ich sagen kann, an dem Tag, um die Uhrzeit, sollst du dich freischalten, liebes Video. Und dann, weil wenn ich nicht da bin und dann irgendwie noch einen Haufen Videos auf Vorrat habe und so, das ist ganz praktisch. Aber ich persönlich monetarisiere kein Video. Das mache ich nicht. Bis ich nicht eben auch so ein großer YouTuber bin, was ich aber nicht vorhabe. Wenn es passiert, passiert es. Wenn nicht, nicht. Wir schauen. Aber im Prinzip habe ich in absehbarer Zukunft nicht vor, meine Videos zu monetarisieren. Und wie gesagt, also ich habe ja dieses Video angeschaut vom Noah eben, das ich sehr, sehr anregend und interessant auch fand. Da kann ich einfach nur zustimmen. Ich mach YouTube aus Spaß und so. Das macht mir auch echt Spaß. Manchmal mehr und manchmal weniger. Und wenn es mir weniger Spaß macht, mache ich halt keine YouTube-Videos für 2 Wochen oder für einen Monat oder für 3 Tage oder so. Und dann fange ich wieder an, wie zum Beispiel jetzt Minecraft. Ja, und dann passt es wieder. Wäre nett, wenn hier jetzt ein Spruce-Sapling droppen würde. Währenddessen könnte ich hier noch ein paar Seeds farmen. Weil ich würde auch gerne ein bisschen mit Eichenholz bauen, beziehungsweise das Dach würde ich gerne so gestalten. Da hätte ich Lust drauf. Also da konkret meine Meinung, das trägt bei mir zum ersten Eindruck dazu bei, dass der meistens nicht so positiv auffällt. Andere Sachen sind da wieder ganz andere Punkte, wie zum Beispiel die Stimme. Die Stimme kann man nicht beeinflussen, das ist sehr schade, aber vielen... Warum kann ich das nicht einsammeln? What? Warum kann ich die Items hier nicht einsammeln? Die Stimme kann man leider nicht verändern und auch ich hatte mit 11 oder 12 auch eben noch so eine Stimme und habe damit Videos gemacht. Ich war zwar nicht sehr erfolgreich, natürlich nicht und das ist auch völlig okay. Aber ich habe mich gefreut, dass ich meine ersten Videos machen konnte und ich fand das super. Sollen wir jetzt mal zurückgehen, bevor die fiesen Monster kommen. Und die Folge sollten wir auch gleich beenden. Ich fand das super und allgemein finde ich, wenn man so 11, 12 ist oder so, man kann natürlich gerne YouTube-Videos anfangen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Finde ich toll, wenn das Leute machen. Aber sie sollten sich nicht in ihrer naiven Kindlichkeit da allzu viel erhoffen. Und ja, aber für die ersten YouTube-Anfänge ein paar Videos machen oder so, kommen natürlich wieder die Leute, hey, du bist scheiße und so. Es muss nicht sein, aber es gibt's natürlich. Ist schade, ist so. Ja, ne? Aber seine ersten Anfänge machen völlig okay, völlig super, toll. Man kann ja dann, wenn man später so, keine Ahnung, 16 ist oder so, dann kann man richtig anfangen, wenn man da wirklich Spaß dran findet. Warum kann ich diese Seeds nicht einsammeln? Kann ich dich einsammeln?
Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Na gut. Ich werde auch mal die Folge beenden. Vielleicht können wir es ja in der nächsten Folge einsammeln. Wer weiß. Alles klar. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.